Herr Wiebe. Herr Siebert, hallo. Oh, keiner da. Muss ich das ganz alleine erklären? Okay, die haben auch schon viel die Tablets ausgeliehen und die Laptops. Okay, dann erkläre ich euch heute eine Möglichkeit, wie man die Kalenderfunktion von UX nutzen kann für die Klasse. Ihr seht hier einmal den Kalender der 6a mit den Stunden, die zurzeit im Distanzlernunterricht online über BigBlueButton stattfinden. Die einzelnen Fächer sind farbig markiert, aber das Schöne ist hier dran, dass die Links für die BigBlueButton-Räume mit dem oder im Kalender hinterlegt sind. Das heißt, sowohl die Fachkollegen wie auch Kollegen, aber auch die Schülerinnen und Schüler haben ihre Uhrzeiten da, können auf den Termin klicken und dann über den Link sofort in den BigBlueButton-Raum gelangen. Das ist natürlich super, so muss man den nicht immer irgendwo hin und her schicken oder sich irgendwo abspeichern. Das heißt, dieser Link ist im Kalender hinterlegt. Wie kann ich also nun diese Kalenderfunktion nutzen? Wie kann ich einen Kalender für meine Klasse anlegen? Als erstes lege ich einen Kalender für die Klasse an. Dazu klicke ich hier auf den öffentlichen Kalender, gebe mir einen Namen, jetzt in dem Fall 6a. Wichtig ist, ich mache den öffentlich, sodass ich nachher auch Berechtigungen vergeben kann und lege den Kalender an. Dieser erscheint dann hier bei meinem öffentlichen Kalender. 6a, jetzt hat er noch die 1 dazu gekriegt. Über das Hamburger Menü komme ich in die Option. Da habe ich jetzt ganz viele Sachen. Wichtig ist zunächst einmal, dass ich Berechtigung vergeben kann. So, 6a, ich möchte gerne Fachlehrkräfte einladen und zunächst einmal lade ich natürlich Herrn Siebert ein, meinen kongenialen Klassenlehrerkollegen. Ich habe ihn eingeladen. Jetzt geht es darum, natürlich Rechte zu verteilen. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Herr Siebert ist auch Klassenlehrer, das heißt, als Klassenlehrer ergibt es schon Sinn, dass er alle Rechte bekommt, das heißt, dass er alle Termine lesen kann, aber natürlich auch alle Termine bearbeiten kann, was auch das Löschen mit einbezieht. Das wäre hier unten. Ich könnte jetzt noch einfach eine zweite Lehrkraft hinzufügen, Herr Wiebe, der ist bei uns Weltkundelehrer, das heißt, er ist kein Klassenlehrer, er braucht auch nicht eine Berechtigung. Er kann seine eigenen Termine lesen, anlegen und bearbeiten, aber er soll natürlich auch nur seine eigenen Termine löschen können. Das heißt, ich ändere das hier unten. So, das kann ich speichern. Ich kann hierüber natürlich auch noch die ganzen anderen Fachkolleginnen und Kollegen einladen. Das würde schon Sinn ergeben. Das speichere ich. Und nun bin ich wieder in meiner Kalenderfunktion. Wie kann ich nun einen neuen Kalender anlegen? Dazu gehe ich einfach hier oben auf Neuen Termin. Klicke da drauf, öffnet sich eine kleine Infobox und da ist es einmal im öffentlichen Kalender anlegen. Nun erscheint das große Infofeld. Ganz oben gebe ich natürlich zunächst einmal die Stunde ein, die wir haben, das Fach Deutsch in 6a. Und bei dem Ort habe ich jetzt die Möglichkeit, meinen Link von BigBlueButton, von dem Raum, hier rein zu kopieren, sodass der nachher auch als Link hinterlegt wird. Ich gebe die Uhrzeiten ein, von wann bis wann die Stunde stattfinden soll und habe hier auch nochmal die Möglichkeit, eine Wiederholung einzugeben. Wie häufig soll sich der Termin wiederholen oder ich gebe ein Datum ein, bis wann der Termin sich wiederholen soll, mit dem Tag und so weiter. Dann habe ich hier in diesem großen Feld noch einmal die Möglichkeit, eine Beschreibung zu hinterlegen, zum Beispiel was Hausaufgaben sind oder der Inhalt der Stunde oder was Sie dabei haben sollen. Das kann man dort nochmal hinzufügen. Habe ich das gemacht, geht es jetzt darum, natürlich die Person einzuladen, die diesen Termin erhalten soll. So, dazu klicke ich einmal auf das Einladenfeld. Und lade natürlich erstmal Herrn Siebert mit ein als Deutschlehrer. Und darüber kann ich auch die ganze Klasse, das heißt die ganzen Schüler, mit einladen. Da muss ich auf keine Berechtigung Rücksicht nehmen. Einfach die Person auswählen, hinzufügen
und ganz am Ende natürlich anlegen. Nun erscheint mein Termin hier im Kalender. Ich klicke einmal drauf und kann auch mal sehen, okay, DeutschEx A, von wann bis wann findet der statt. Und ich hätte hier den Link und kann damit direkt zu dem Blue-Button-Raum gelangen. Hier vorne sehe ich dann auf einmal, wen ich alles eingeladen habe. Und grün markiert sind die, die den Termin bestätigt haben. Und Herr Siebert hat in dem Fall den Termin noch nicht bestätigt. Und das kann ich bei den Schülerinnen und Schülern dann auch sehen und sie gegebenenfalls nochmal dran erinnern. Und ich weiß natürlich, wenn sie es bestätigt haben, haben sie auch den Link. Das ist schon mal ganz gut. Wie erfahren die Schülerinnen und Schüler von dem Link oder auch die Fachkolleginnen und Kollegen? Habe ich einen Link erstellt, erscheint oben ein roter Punkt bei OX. Da kann ich draufklicken, den Termin bestätigen und der wird direkt in den Kalender übernommen bzw. mir in meinem Kalender angezeigt. Wie das funktioniert, das zeige ich euch auch nochmal in einem zweiten Video. Gut, das soll es an dieser Stelle erstmal von mir gewesen sein. Falls ihr noch Nachfragen habt, sprecht mich einfach an. Ansonsten viel Spaß beim Einrichten. Bleibt gesund.